You're gonna need to get the access codes to the vault to recover the item the hyena stole from Air Force One. Our hyena insider says whoever's posted in the old CEO's office will have a key card that should give you access to the vault. Nice. Soweit alles gut gelaufen. Unter 40 Sekunden bei der Tür hier. Ich hoffe jetzt auch auf einen entsprechend schnellen Kill von dem bösen Mann mit Schild. What? Wo ist mein Firestarter hin? Egal. Wenn die Server noch optimal wären, dann würde man auch schneller mit F-Spam die Items aufnehmen, aber die sind leider ein bisschen langsamer. Die reagieren dann so alle 50 Millisekunden vielleicht. Oder 100. Hostile radio intercepted. Boink. Okay, diesmal konnte ich mich bewegen nach dem Loadout-Wechsel. Das war der Raum mit Tank. Dort liegt gut. Gut gespreadet. Perfekt. Sehr schön. Nice. Unter 2-10 mal hier durch. Damit kann man in der Regel ganz zufrieden sein. Hostile radio intercepted. Okay. Einmal einen schnellen Autoscroller. Ich hoffe, dass der Tank diesmal nicht wieder ganz links durchläuft. Aber gut aus. Oder? Ja, er läuft so wie immer. Wie eigentlich immer, sollte man dann wohl sagen. Ich denke, ich sollte mir Firestarter tatsächlich jetzt aufsparen. So, looks clear. Gut, wie viele Spawns muss ich noch gerade clearen? Also, ich brauche circa so 18 Sekunden, bis der Spawn down ist. Und die sterben jetzt sehr schnell. Okay. Ich kille noch zwei Spawns, bestenfalls mit der Sticky Bomb. Und beim dritten Spawn chill ich dann. Da fehlt noch ein Mob. Okay, der nächste Spawn muss schnell geklärt werden. Ich hoffe, dass es mit dem Flammenwerfer gut geht. Nope. Oh doch. Hat gespreadet. Ja, perfekt. Jetzt kommen die Mobs genau so, dass ich sie bei so 7 Restsekunden killen kann. Ich werde sie zwar ein bisschen hinhalten müssen, aber das ist gut so. Hi. Don't kill me. Okay. Perfekt. Search query finished. Subject located. Exakt kalkuliert. Erst laufen, wenn es explodiert. Die tötet mittlerweile die Bombe. Initiated. That doesn't sound good. Isaac, do you have a way out of the vault? Das Feuer ignorieren. Schmuck.
It's a shit wristwatch. Okay, let me see. If you can punch through the west wall, there's a maintenance tunnel running alongside your position. It's a long shot. Ich hoffe, dass ich mit der Sticky Bomb den sofort treffe hier. Isaac, plot a path to the president's location. Ja. Son of a bitch, it actually worked. Das war zu früh. So passt. Das Blitz. Alice Judgment ist erst nach Alice. Das war ein langer Ladescreen. Ich konnte währenddessen laufen. Interesting. Nice. Alice, move. Alice, move. Du bist fertig. This guy's on the walkway. Sprint. Nice. Muss man meine eigene Granate dodgen. Läuft bei mir. Warum bin ich desorientiert? Da waren Feuerlöcher scheinbar. Kann man mit Feuerlöcher interagieren? Nein. Mit Disorient kann man das nicht. Aber es ist trotzdem ein gutes Alice Judgment, denke ich. Heads up. We're inbound to your location. Warum brennen die nicht? Glück gehabt, dass das gewissermaßen Autoscroller ist. Bitte kein Tank. Okay, gut. Kein Tank. Go, go, go! Das braucht alles ziemlich lang. Bis sie in die Leiter runtergehangelt haben. Einmal schnell durchrattern. Oh Gott, wie schnell konnte er denn schießen? Mein Schild wird down gehen. Sehr unzufriedenstellend. Jetzt schnell Roach. Ohne dass mich die Mobs da unten rechts töten. Oder eher der Mob. Okay. 7 Minuten 57 Sekunden. Das ist zumindest schon mal ein relativ solider Rekord. Wo habe ich Zeit liegen lassen in dem Part? Eigentlich nur beim bösen Mann mit Schild, ne? Unter 8 Minuten ist auf jeden Fall schon ziemlich gut, denke ich. Mal schauen. Looks like they're coming from the DCD complex. Whatever's happening over there, we need to shut it down. Warum brennt er nicht? Da lebt noch einer, ne? Predators? Ja. Aber reicht das? Ja, nice. Terminal detected. See if you can hook Isaac into that terminal and get us some intel. Okay, perfekt. Das war ein guter Start. Dann muss jetzt nur der Rest entsprechend passen. Ich denke mal, ein Flammenwerfer gegen die beiden sollte ausreichen. Guter. Das war mal ein perfekter Miese-Brise-Raum, wenn ich hier einen gesehen habe. Die sind ja sowas von perfekt angezündet nach dem Spawn auf der anderen Seite und dann mit dem Firestarter. Perfektes Timing. So, hier einfach nur Laptop interagieren.
Tschüss. You should be able to access the morgue at the far end of the West Wing construction site. Okay. Das Labor ist verlassen. Oh Gott, der nächste Raum war ein bisschen komplizierter. Ich pack den Firestarter raus, dass die Mobs brennen. Dann versuche ich den Firestarter in die hinten rechte Ecke zu kriegen, weil die da respawnen. Und dann eine Sticky Bomb auf den nachspawnenden Sniper zu erwischen. Mal gucken, ob das gut geht. Schritt 1, Firestarter. Schritt 2, Firestarter nach dort. Jawohl. Und nun auf diesen... den Stinker da. Gut. Mhm. Das war der Aufzug-Part. War ganz gut, außer dass die Sticky den Sniper nicht getroffen hat. Der Rest war eigentlich flawless. Na... nee, der Firestarter war ein bisschen spät, aber gut genug. Vor allem für den Run, wo ich die Zeit erstmal aufstellen mag, bevor ich versuche, den noch zu verbessern. In dem Raum gibt es jetzt den Heavy. Da will ich dann keinen Eclipse. Hier macht man eigentlich nur die ganze Zeit Health Damage. Clips ist wieder drin. Und ich war zu schlecht, Hammer zu splitten und das Loadout zu wechseln. Ich glaube, das kriege ich nicht hin. Tastentechnisch. Dann noch bis zum Autoscroller. Und eine Sticky Pump rein. Schaffe ich das? Jawohl. Shit, da spawnt aber noch einer. Okay, der stirbt gleich. Ja. Anzünden. Nice. Best mit Flammenwerfer. Im besten Fall hätten die sich alle gegenseitig angezündet und ich hätte einfach vor dem Laptop hier gestanden. Aber ich wollte mich da jetzt nicht drauf verlassen. Vielleicht im optimierten Run nochmal oder so. Ist ja gar kein Suicide-Bomber. Wie viele Mobs spawnen denn auf Hard überhaupt in diesem Part? Spawnen scheinbar auch aus dieser Tür. Und das war's? Und das war's. Okay. Hier hat man eine sehr lange Pause. Gut. Im letzten Raum. Wie will ich das angehen? Die ersten zwei Mobs per Firestarter. Auf der rechten Seite hoffe ich, dass der Mob anbrennt. Sonst vielleicht mit Flammenwerfer? Wie viel Munition habe ich noch? Nicht genug. Wenn die ersten drei Mobs tot sind, vielleicht töte ich ihn einfach mit Capacitor. Das wäre ganz gut. Dann hätte ich auf jeden Fall eine starke Sticky Bomb für den Boss. Also für den Boss auf jeden Fall eine Sticky Bomb. Dann springt rechts einer aus dem Haus und danach spawnen die Mobs von der Treppe links, also Richtung Boss schauend links die Treppe runter. Da zweimal nach. Das dann noch irgendwie in den Griff kriegen. Vermutlich mit Firestarter. Okay, mal probieren. Ich hoffe, dass der dritte Mob, den ich töte, also die ersten zwei anzünden, und der dritte Mob, den ich dann kille, dass das ein roter Mob ist. Kein lilaner Heavy oder so. Der da. Sieht aber nach der richtigen Mobart aus. Okay. Es hat nicht geklappt, den am Leben zu lassen. Okay. Warum ist der Boss nicht mit seiner Animation beschäftigt? Okay, das war knapp. Den da vorne sollte ich noch separat killen. Wo ist der? Wo ist der? Da. Den hier noch killen. Leider nicht der schnellste Bossfight, aber wenn der jetzt dort spreadet, perfekt. Dann ist es schnell genug. 6. Warte, habe ich bei diesem Run zu spät gestartet? Den Timer?
Also früh gestartet, meine ich. Ich glaube, ich habe eine Sekunde früh gestartet, oder? Mal die Zusammenfassung gucken, die wäre gerade wichtig für die genaue Zeit. Es könnte 6:37 oder 6:36 sein. Müsste man dann im Nachhinein gucken, wann es gestartet und wann es geendet ist. Dann weiß man es ganz genau. Aber... ja, ich hatte zu früh gestartet, 6:36. Okay, das wäre zumindest schon mal eine Zeit, gegen die man laufen kann.